Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video gibt es einen Pferdekauf, weil ihr es ja so gern mögt, wenn ich meine Starcoins ausgebe. Und ja, wir kaufen uns eines der neuen Wildpferde. Es sind keine Urpferde, es sind Wildpferde und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, wir sind hier in Waledale und als ich das erstmal hierher gekommen bin, dachte ich mir nur so, hä, wo bitte ist der Stall, wo kann ich hier die Pferde kaufen? Aber als ich dann näher kam, habe ich gesehen, dass es keinen Stall mehr gibt. Dass es jetzt so Pferde-Paddocks quasi gibt, wo man die Pferde kaufen kann. Und hier sind die neuen Wildpferde. Eines davon steht auch in Fort Pinter. Das in Fort Pinter war mein Favorit, ist es aber nicht mehr. Als Favorit habe ich den hier. Ich glaube, das ist ein Tovero-Schecke. Kann das sein, dass es ein Tovero ist? Oder Overo, ich weiß jetzt nicht genau. Tovero oder Overo heißt es, glaube ich. Und einmal der Devil Grey. Ja, also der Apfelschimmel mit der blauen Mähne. Die zwei hier waren meine Favoriten. Der Palomino hat mir eher nicht so zugesagt, weil, keine Ahnung, ich hab schon ein Palomino in der Herde und weiß ich nicht, irgendwie finde ich den jetzt nicht so schick. Und irgendwie gefällt mir jetzt das Blau in der Mähne doch nicht mehr so, weswegen ich mir den Tovero Overo Schecken kaufen werde. Oh mein Gott, ich verliere meine Starcoins. Ich suche jetzt inzwischen den Namen aus und ihr seht das Ganze im Schnelldurchlauf. Ich habe mich jetzt für den Namen Winterbell entschieden, weil ich finde, irgendwie sehen die so aus, als hätten die ein Winterfell. Und ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich die Ohren an ein Eichhörnchen. Ich weiß es nicht warum. Aber ich nenne die kleine Winterbell und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Gangarten. Und ich würde sagen, let's go. Oh mein Gott, rest in peace, Starcoins, das habe ich getan. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich bereue den Kauf nicht, denn es sind ja 970 Starcoins und das ist ja immerhin nicht so wenig. Ja. Herzlich, your new horse is now in your stable. Thank you very much. Very much. Thank you, thank you. Ich hoffe, ich bereue es nicht und ich würde sagen, wir holen das Pferd mal raus. So, wir sind jetzt in meinem Heimatstall und holen die kleine Winterbell raus. So, wo haben wir sie denn? Winterbell. Ich glaube, sie ist auf Seite 2. Ja, da ist sie. Ich würde sagen, wir stellen sie in die Box von Sky Princess und ich direkt mal die Stallhilfe kurz eben anmachen, da meine Pferde echt am Arsch sind. You have hired a stable girl who immediately starts taking care of your beautiful horses. Oh, wie süß sie das schreiben, of your beautiful horses. Und in Deutsch aber so, das Stallmädchen wird sich jetzt einen Tag um deine Pferde kümmern. Das ist richtig herzlos und im Englischen ist richtig schön. Jetzt habe ich nur mehr 216 Starcoins. Rest in peace. Okay, hier haben wir die kleine Winterbell. Ich würde sagen, ich suche mir jetzt noch ein Outfit raus. Und wir sehen uns gleich wieder, beziehungsweise ihr seht es im Schnellverlauf.
fertige Outfit. Ich finde, der Rotstich passt dem Pferd eh relativ gut. Und ich würde sagen, wir schauen uns draußen jetzt mal die Gangarten an. So, hier haben wir die kleine große Winterbell. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz schnell auf den Reitplatz. Und es ist ein bisschen laggy hier. Aber egal. So, hier haben wir die kleine Winterbell. Ich finde, das rote Outfit steht ihr auf jeden Fall. Und wir schauen uns hier mal jetzt kurz die Gangarten an. Also, fangen wir an mit dem Schritt. Der Schritt, das Pferd wippt sehr, sehr stark mit dem Kopf mit. Das kann man sehr gut sehen. Und das Pferd macht eher kürzere Schritte, aber finde ich sehr, sehr süß. Beim Trab haben wir nochmal den Vergleich. Hier wippt der Kopf und ist schön gesenkt. Und dann der Trab. Hier hebt das Pferd deutlich den Kopf. Die Gangart, Trab kann ich jetzt nicht wirklich zuordnen. Das Pferd läuft sehr hüpfig. Der Trab ist eher mehr fast hüpfiger als wie gelassen. Gefällt mir jetzt nicht so gut, obwohl ich meistens im Trab reite, aber ja. Der Leichtgalopp hingegen gefällt mir ausnahmsweise sehr gut bei dem Pferd, obwohl das Pferd auch sehr, sehr stark den Kopf hebt. Gefällt mir der Leichtgalopp ziemlich, ziemlich gut. Und ja, kommen wir zum Renngalopp. Den Renngalopp finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Das Pferd hat im Galopp eigentlich immer dieselbe Kopfhaltung, also ziemlich, ziemlich hoch, aber finde ich sehr, sehr schön gemacht. Und jetzt haben wir noch den Jagdgalopp. Ja, hier sieht man auch im Jagdgalopp nochmal, wie das Pferd mit dem Kopf nach vorne wippt, um nach vorzudrängen. Sieht man auch deutlich, ist auch sehr, sehr schön gemacht. Das Pferd rennt, oh mein Gott, das Pferd rennt auch ziemlich schnell. Und ich finde es eigentlich im Großen und Ganzen sehr, sehr schön. Wir schauen uns jetzt den Stopp an. Alles klar, im Stopp haben wir eine ziemlich, ziemlich komische Augenbewegung, als wird das Pferd die Augen überrollen. Schauen wir uns das nochmal an. Also zuerst Stopp, dann rollt er die Augen, dann tänzelt er und rollt nochmal die Augen. Eigenartig, aber ja. Was haben wir noch beim Drehen? Das Drehen finde ich sehr schön. Das Pferd legt den Kopf so ein bisschen nach hinten und schaut auch mit den Augen ein bisschen auf die Seite. Finde ich sehr schön. Rückwärts gehen ist auch sehr, sehr toll gelöst. Das Pferd schaut mit dem Kopf in die entsprechende Richtung. Dann steigen. Okay. Das Steigen gefällt mir nicht sehr gut. Ist irgendwie das gleiche wie beim Clydesdale. Und das Clydesdale bereue ich, mir gekauft zu haben. Eben auch wegen dem Trab. Also gefällt mir nicht so gut. Dann haben wir noch einen Special Effekt auf die Leertaste. Oh, wie süß. Gibt es ja nicht noch einen Special-Effekt? Ich glaube, noch einen Special-Effekt, oder? Schau mal, das Springen haben wir gar nicht angeschaut. Okay, ganz cool. Da gibt es ja noch dieses kleine seitliche Springen. Wie geht das? Schau noch mal kurz nach. Okay, ich habe jetzt herausgefunden, wie man die andere Gangart macht. Oder auch nicht. Okay, und zwar das hier ist die besondere Gangart, was auch immer das sein soll. Es sieht aus wie eine Art Piaffe, gemischt mit Buckeln. Und das macht das Pferd durchgängig, bis man auf die Pfeiltaste klickt. Die Gangart, irgendwie sieht es aus wie Piaffe nach vorgehen, also das, was die Lipizzaner machen, und buckeln. Aber mir gefällt es eigentlich ziemlich gut. Und das im Großen und Ganzen ist das neue Pferd. Ja, wie gefällt es euch? Wie gefällt euch der Name? Habt ihr euch eines gekauft oder wartet ihr noch? Ich sag Dankeschön fürs Einschalten. Schreibt es gerne in die Kommentare, mich würde es sehr interessieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi!